Grüße Gemüse und Gummo Gummo Gummo. Heute hier vereint in Super Mario Galaxy Zero mit 15 Sternen. Es sollen heute noch einige mehr werden, let me tell you. Dafür gehen wir jetzt hier hinein in die Yoshi-Sterngalaxie. Das wird der maximale Cringe werden, glaube ich. Denn die Schabernack-Kometen sind unterwegs. Vielleicht noch nicht hier in dieser Galaxie, aber in der nächsten. Und das ist kein Conspiracy-Shit, kein Spekulatius. Das ist wahr an der Stelle. Also lassen Sie nun einen Daumen nach oben dafür die Kometenjagd in diesem Part. Ich habe gehört, wir werden sogar ehrenlos Luigi nehmen. Also kommen Sie heran. Jetzt aber erstmal hier die Piranha-Kontrolle. Wir müssen wahrscheinlich, ja klar, einmal kurz hier den Beamten spielen. Ich distanziere mich komplett davon. Ja, weil die sind ja bei ACAB mitgemeint, das ist ja wohl ganz klar, ne? Aber gut, lass uns nicht so viel davon reden. Weil Bullizei eh schon hart cringe, sind wir mal ehrlich. Wie die schon versuchen, mit ihren TikTok-Accounts irgendwie auf nett zu machen. Halt deine Fresse. Aha! So, jetzt kommen wir aber hier. Na, stellen wir uns aber vor, dass... Na, ich halte mich bedeckt. Ich halte mich bedeckt, wir machen einfach weiter. Na? Ein Gentleman schweigt und genießt. Und jetzt hier zu einer, ich weiß nicht genau, neuen Area oder so. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall mit neuen Aufgaben, wie zum Beispiel hier. Die Piranhas treffen Challenge. Unmöglich in Klammern. Ja, und das war es auch an sich schon. Also wir können jetzt auch weitergehen, weil die anderen verbergen nichts. Wir machen weiter. Wir machen jetzt Speedrun. Oha, den Pilz brauche ich. Den habe ich doch gesichtet. Frage ist, kann ich mich jetzt hier irgendwie hochsnaggeln? Mein Gott, stark, Alter, wild. Ja, die Glitches, sie funktionieren. Sie funktionieren. Da. Alles unter Kontrolle. Nein! Hallo? Bruder. Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt mit dem Yoshi-Snuggle flexen muss. Wo ist Yoshi? Yoshi wurde einfach zurückgelassen. Wahrscheinlich, weil Yoshi sich gerade komplett einscheißt. Vor dem Piranha-Baby, oder was? Hört euch mal diese Geräusche an, wenn er läuft. Das kannst du nicht ernst nehmen, oder was? Yoshi! Dein Ernst! Du Sau! Lässt mich jetzt hier im Stich! Come on, das war getroffen. Let's go. Ja, ich glaube Vanilla. An dem Boss hat sich nicht viel geändert. Aber ich glaube, es ist auch relativ schwer, neue Bosse in Videospielen zu machen, ohne dass du Entwickler bist. Wisst ihr, was ich meine? Also, es ist ja schon eine Challenge für sich. Wenn man es dann zum Beispiel Ocarina of Time schafft, einen Custom-Boss zu machen. Also... Man macht sich ja kein Bild, ne? Wenn jetzt bald Indigo rauskommt. Ich denke, ich werde das hier sogar zocken, weil, ey, Bro. Zelda Ocarina of Time Mods sind maximal wild. Ich liebe die. Ich habe so viele Ocarina of Time ROM-Hacks gespielt. Es ist maximal köstlich. Und wenn Indigo dann rauskommt, ne? Man sagt sich ja, ne? Man hört ja so in den Ecken... Da sollen auch Custom-Bosse drin sein, brandneue Bosse, die es in Ocarina of Time oder Majora's Mask nie gegeben hat. Also von daher so, da muss man reinsteigen, das muss man appreciaten, das muss man zeigen und würdigen, dass Leute es schaffen, nicht nur hier gute ROM-Hacks zu zaubern, sondern auch gute Bosse. Und das war die Piranha-Gondrolle. Bei die Bullizei, die Wichsers. Okay, damit gehen wir dann natürlich rein in den Cringe. Und ist es das, was es... Ja, oh Gott. Es ist genau das, was ich dachte, was es war.
Der lila Münzen-Cringe. Es sind genau 100 Münzen, die sind genau abgezählt. Und ich sollte Luigi eigentlich nehmen, ey. Ich wollte noch zu Luigi gehen. Wenn wir es nicht First Try schaffen, wir machen es mit Luigi. Schauen wir mal. Weil das Luigi ist halt besser im Springen. Der kann halt natürlich höher springen. Aber das leidet ein bisschen mehr. Vielleicht ist das ein Problem. Weil ich habe mit Luigi gespielt und ich habe ein bisschen gestruggelt auch, muss ich sagen. Ich habe schon diverse Versuche dafür benötigt. Genau wie hier jetzt gerade. Ach du Scheiße. Ich glaube, hier in der ersten Area sind es 21 Münzen. Es ist natürlich gut, dass meine Fresse das verbirgt. Ah, Scheiße. Ich weiß halt nie genau, was ist am schnellsten, hier rumzulaufen. I don't know, Alter. Lass mich doch in Ruhe. 21 haben wir. Mois. Und nun. Der Cringe, wir haben ihn. Geh direkt hier weiter. Ich glaube, das ist nämlich eine gute Zeitersparnis. Wenn wir hier direkt lang gehen. Lang zwirbeln. Lang znaggeln. Nein! Ja, und die Super Mario Galaxy Challenge Cringe-Musik. Wer kennt's? Wer kennt sie noch? Okay, wir haben jetzt fast noch 15 Minuten bis Halbzeit und wir haben nicht mal die Hälfte. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist gar kein gutes Zeichen. Come on. Come on, du Bass! Was ein Arschloch. Hier kann man auch halt unnormal viel Zeit verlieren in diesem verdammten Kackschlamm. Vor allem auch cringe, wenn man eine Münze halt überrennt, also wenn du die skippst. Ja, genau das, Alter. Ich liebe es. Ich habe teilweise auch das Gefühl, die Steuerung ist als Rainbow Mario generell ein bisschen slippery. Ach du Scheiße, eine Minute noch. Schaffen wir das überhaupt? Ich sag mal, das Gute ist, wir haben jetzt nur noch das hier und dann müssen wir rüberrennen zu dem anderen Part da hinten. Aber mal schauen. Ich mache mir nicht viel aus diesem ersten Versuch so. Ich musste auch eh wieder reinkommen. Jetzt habe ich da auch einen Stern übersehen. Ja, geil, Alter. Ich bin der Meinung, man sollte eigentlich alle mitnehmen. Ich kann mir vorstellen... Ach, halt deine Fresse, du Bass. Halt's Maul, du bist so ein Hurensohn. So ein hässlicher Bastard. Halt deine Fresse. Genau wegen solchen Kackfehlern dieses Bastard-Games wird das natürlich nix. So ein Müllgame. Kamera, Hurensohn. Soll denn diese Scheiße... Warum skippt die Kamera nicht in meine Richtung? Ich hasse das an diesem Game, Mann. Nerviges Missgame, Alter. Gar keinen Bock. So nervig, ey. Ich sag euch, wie das ist. Bro. Kannst du nichts machen, Alter. Das ist einfach... Keine Ahnung. Das Spiel ist so slippery, wenn du Regenbogen-Mario bist. Es ist so cringe, Alter. Ich hasse es. Das ist so eine der Missionen, die ich in diesem Game am meisten hasse. Schon wieder. Ich hab nichts falsch gemacht, du Bastard. Halt deine Fresse. Halt dein dreckiges Maul, Mann. Deine Mom auch. Ja, kein, das war mir jetzt auch schon ein bisschen auch misogyn. Das war jetzt auch ein bisschen sexistisch. Ja, das ist korrekt. Es tut mir auch leid. Ich glaube, wir haben in diesem Land momentan größere Probleme, als jetzt darüber zu streiten, oder? In dem Sinne, moin. Ja, was ich aber sagen wollte, so, ja, Mario ist halt auch einfach ein freier Sohn, muss man auch zugeben, ne? Wie der immer die Münzen übersieht, der Bass. Kleiner, dreckiger Sohn. Raste aus.
Come on! Come on! Stark. Hauptsache, ich bin diese drei Kackmünzen los. Der Rest ist mir so scheißegal. Komm, erstmal die. Let's go. Flimmünzen haben wir 48, knapp über die Hälfte. Ich glaube, das könnte was werden diesmal. Wir sind etwas schneller aus der ersten Area gekommen mit den 21 Münzen. Hab genau drauf geachtet. Jetzt habe ich das hier nicht gemacht. Egal, wir rennen hier hin. Sammel doch den Stern ein, du kleine Miss-Sau. Es ist wirklich... Ich hasse diesen Cringe. Ich hasse diese lila Münzen-Mission auf Zeit. Ich habe die schon immer gehasst. In Vanilla. Jetzt hier in Romhex. Ich will gar nicht wissen, wie das in Kaizo Games ist. Will ich wirklich nicht wissen. Wie sich Leute das freiwillig antun können. So eine Scheiße auf viel zu wenig Zeit zu spielen, Mann. Als hätte man sonst keine Probleme im Leben gerade. Als... Ja, Mann. Halt dein Maul. Geh auf den Scheißstein, du Bass. Kleine Misse. Alter, bitte. Mach keinen Müll hier. Es könnte es sein, wenn Mario, der kleine Hund, es keine Scheiße baut, Alter. Hallo. Oh, halt's Maul. Es ist so ein... Okay, ich glaube, das könnte jetzt der Versuch sein. Ich habe relativ viel Zeit jetzt doch am Ende. Also ich wäre sehr überrascht, wenn das jetzt nichts mehr werden wird. Da müsste halt aber schon wirklich passieren, dass ich wieder es nicht schaffe, Münzen einzusammeln, aber... Bruder. Ich hasse diese Mission. Wie gesagt, ich will das nur noch mal hier gesagt haben, dass ich diese Mission wirklich abgrundtief hasse. Weil, oh mein Gott, oh. Ich dachte gerade, die Zeit läuft noch weiter. Oh mein Gott. Das Ding ist halt, sich hier eine Route zurechtzulegen, ist halt so, ja, schau dir halt an, wie der Speedrunner das macht. Oder du bist halt geliefert so mäßig, weil die sind überall verteilt. Du weißt gar nicht so genau, wie sollst du da jetzt eine Route laufen. Es ist wirklich so ein maximaler Cringe-Stern und ich bin froh, dass ich das nie wieder in meinem Leben spielen muss. For real, Alter. Also, wow. Das ist auch, wie gesagt, das ist der Grund, warum ich keine Kaizo-Hacks spiele, weil da einfach nur kommt, also weil das Cringe ist, nochmal 10 oder mal 100 oder so. Kannst du dir nicht ausdenken eigentlich. Quasi, dann ist man dann so unkreativ, nimmt gleiche Galaxien wie auch schon in Vanilla, nur setzt halt die Münzen dann wie ein Hurensohn. Naja, gut. Das wäre geklärt. Wir müssen diese verdammte Drecksgalaxie nie wieder betreten. Dankeschön. Fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen, dass ich das gerade geschafft habe. Holy. Aber ich glaube, wir müssen jetzt zu gewissen anderen Galaxien zurückkehren. Und ich glaube, wir machen hier den Anfang. Mit der Glitzerstrand. Beziehungsweise, technically haben wir ja schon bei der Yoshi-Galaxie den Vorrang gewählt haben, Gedönshaftigkeit, Deutsch. Jetzt aber hier, Glitzerstrand-Galaxie. Der sandige Purple-Coin-Dash. Weil es nicht noch cringiger werden kann heute in dieser Folge, da habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, wir machen direkt alle lila Münzen in einem Part, weil da muss ich... Ja gut, es sind nicht alle, aber ich glaube, wir haben hier wirklich die meisten lila Münzen-Missionen auf Zeit. Und das ist schon mal viel wert. Daher, let's go. Ich zeige euch direkt die beste Methode dafür. Sammeln alle nötigen Früchte ein. So viele Münzen wie möglich natürlich auch. Nicht allzu viele skippen, ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber ich glaube, das ist okay. Wenn ich die Zahl jetzt gerade nicht sehen kann. Das macht es aber umso geheimnisvoller. Oh fuck, wir haben eine Frucht übersehen. Das war's. Ei, ei, ei. Das könnte es wirklich gewesen sein. Ach du Scheiße. Come on. Come on. Hallo? Junge, wie viele haben dir noch gefehlt, du Wichskind? Du dreckiges Mistkind.
Willst du mich verarschen? Was? Junge, was? Ich halte einfach jetzt die ganze Zeit die Fresse und mach einfach nur. Ja, wirklich, es reicht, Mann. Wie, das waren keine 100? Willst du mich verarschen? Oh oh. Hallo, sammel doch ein, du kleine Sau! Sammel doch ein! Bro, was? Oh oh. Dass jetzt keine 100 sind, ne? Dankeschön. Und jetzt müssen wir da hinrennen. Und ich hoffe, das reicht zeitlich. Ach du Scheiße. Oh mein Gott! Ja! Dankeschön. Vielen Dank. Das wurde gegönnt. Ich glaube, ich habe das sogar schneller geschafft als auf Englisch. Also, war jetzt im zweiten Versuch, aber es war auch sehr, sehr knapp. Aber geschafft ist geschafft. Hauptsache, wir sind durch mit diesem Dreck. Und jetzt muss ich auch erstmal wieder Zwangsurlaub anmelden, glaube ich. Ich glaube, jetzt muss ich gelben Schein einreichen. Morgen kommt kein Video, könnt ihr vergessen. Ja. Kein Bock mehr. Ja, in dem Sinne, wir haben mächtig Leben verloren heute. Sehr viele One-Ups heute verloren. Beim nächsten Mal geht es aber weiter mit dem ordentlichen Cringe. In diesem Sinne, gehaben Sie sich wohl. Ich bin mit diesem Video jetzt wahrscheinlich wieder um 2 Jahre gealtert. Hauen Sie rein, machen Sie es gut. Ihr seht auch die Cam maximal verschoben, weil, naja, ich bin komplett ausgerastet. Yeah.